In diesem Video geht es um die Bestimmung der statischen Bestimmtheit von einem Tragsystem. In diesem Fall haben wir einen Zweifeldträger, der links ein zweiwertiges Auflager besitzt und in der Mitte und rechts ein einwertiges Auflager besitzt. So, dann zeichne ich noch schnell die Auflagerreaktion ein. Da haben wir hier AV und hier ein AH. Dann haben wir hier ein BV und ein CV. Die Formel für die statische Bestimmtheit lautet A plus Z minus 3 mal T. Und was dann die einzelnen Buchstaben bedeuten, könnt ihr dann in der Videobeschreibung unter dem Video finden. So, wir lösen auf. Lösung. N ist gleich. Wir haben jetzt hier 4 Auflagerreaktionen. Das schreiben wir 4 hin. Plus 0, da wir keine Zwischenkräfte haben. Minus 3 mal 1, da unser Träger durchlaufend ist und somit nur ein starres Bauteil haben. So, dann können wir das ausrechnen. 4 minus 3 ist 1 und somit haben wir als Ergebnis einfach statisch unbestimmt.